Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 16. Juni 2018? Eine karmische Liebe nähert sich. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet immer noch für die Zwillingsgeborenen, dass sie suchen die Klarheit, aber auch die Wahrheit. Die möchten etwas sehen, nicht nur das, sondern auch gesehen werden. Aber wenn das zu viel ist, dann verlieren die Zwillingsgeborenen die Kraft. Und es ist gut, auch mal entweder in die Tiefe schauen oder nach innen schauen oder schlicht einfach die Ruhe genießen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt ein wichtiges Gespräch. Einflüsse von außen und Informationen, und das sollen die Krebsgeborenen sortieren, wo liegt die Wahrheit und wen können sie vertrauen. Können auch Einflüsse kommen, Gespräche oder eine Nachricht, was eher verunsichert die Krebsgeborenen. Eine karmische Liebe nähert sich bei Löwengeborenen. Die Liebesplanet Venus bewegt sich Richtung karmischen Knoten, nicht nur das, sondern auch Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe und aktiviert die Karma. Und durch die Mondenergie spüren wir das alle. Alten karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen und karmische Liebe. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist immer noch ein wichtiges Thema, die eigenen Zuhause, und da kommt die Klarheit, oder dort räumen gerade auf die Jungfrau geborenen. Ein gutes Gespräch, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und bald kommt auch die Begeisterung, und in die kommenden Tagen kommt auch etwas in Bewegung. Die Gespräche sind auch sehr wichtig bei der Jungfrau geboren, weil eine gute Nachricht, aber auch ein Vertrag kann auch ein Vorteil sein. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie orientieren neu, treffen auch wichtige Entscheidungen, in welche Richtung setzen sie ihre Kraft ein oder wie setzen sie ihre Ideen im Tat um. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber kommt in die Tagen die Begeisterung, Einflüsse von außen, und können die Wagengeborenen besser orientieren. Glück in die Liebe, Partnerschaft haben die Wagengeborenen auch. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen auf ihren inneren Stimme hören, das zu vertrauen. Etwas kehrt zurück von Vergangenheit und es wird auch geklärt, und damit bekommen die Skorpiongeborenen ihren Recht oder eine Anerkennung. Das hängt alles mit der Vergangenheit zusammen. Das kann auch bedeuten, dass die Skorpiongeborenen haben sich verletzt gefühlt, ungerecht behandelt, und jetzt kommt es ins Licht und kommt die Gerechtigkeit. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Das kann auch karmische Liebe sein, karmische Begegnungen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren haben Wünsche und Sehnsüchte, aber sie sollen etwas noch aus dem Weg räumen. Und dann geht das alles voran. Was auch wichtig ist bei den Steinbock-Geborenen, ein Gespräch. Jemand wartet auf eine Nachricht und die Steinbock-Geborenen sollen auf ihren inneren Stimme hören und diesen Kontakt wieder aufbauen, weil das hat gerade eine Wichtigkeit.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann geboren, fühlen sie sich müde und erschöpft und sie brauchen gerade die Erholung. Hier gibt es auch karmische Themen, weil hier meldet sich die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen oder karmischen Begegnungen, eine karmische Liebe und das viele Wassermann-Geborenen erleben im Urlaub oder im Ausland oder die Liebe kommt aus dem Ausland. Die Tierkreis zeichnen Fischen-Geborenen, haben wunderbare Intuition, aber sie zweifeln daran. Macht nichts, ein bisschen Geduld noch, in den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und dann können sie ganz gut handeln und bringen etwas in Ordnung, bringen etwas im Gleichgewicht. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist gerade ein Heilprozess. Es ist nicht nur der Gesundheitszustand, sondern die bereinigen etwas. Alten Problemen wird wieder angeschaut und es bringen die Wiedergeborenen gerade in Ordnung. In die Liebe Partnerschaft haben die Wiedergeborenen Glück und es ist auch möglich, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen, eine karmische Liebe. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, fühlen sich müde und erschöpft. Und Veränderungen werden kommen, das sorgt dafür die Uranus-Bewegung hier in Tierkreis zeichnen Stier. Und momentan ist das eine Herausforderung, aber es ist wichtig, im Inneren Kraft zu bleiben und geschehen lassen. Kein Angst, kein Zweifel von diesen Veränderungen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Das sind E-Mails-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihre Frage. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.